Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Biest bekämpft, weil er voll am Durchdringen war, und dann haben wir gesagt, erwache, und dann war er wieder wach, und dann haben wir diesen Organisation 13 Typen namens Xalding gesehen, oder also wir haben den gesehen. Ich weiß nicht, ob Sora, Donald und Goofy den gesehen haben, irgendwie kam mir das nicht so vor. Und ja, wir sind auf der Suche nach Belle, die ist aber nicht hier, weil die will gegen Xalding irgendwas ausrichten, und die kommen jetzt gerade, ehrlich gesagt, perfekt, weil ich brauche noch ein Level ab. Abwehrkraft, sehr gut. Und Schadensbegrenzung, das war ja auch nicht schlecht. Aber hier ist Level ab, was ich kriegen kann. Ja, da, sehr gut. Schadensbegrenzung, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Erlittenen Schaden fühlt sich die Dryfleiß, die Leiste fühlt sich proportional zu erlittenen Schaden. Geil. Das wird aber schwer. Ich habe, glaube ich, einen Abilitamin wieder bekommen, ne? Wahrscheinlich irgendwie in Minutenabständen immer zu bekommen. Na, was? Irgendwas mit zwei Dinger. Tornado. Na, das ist doch ein bisschen besser. Gut. Hier lang. Abel soll irgendwo sein. Ist noch nicht wo. Where are you? Warum warst du gerade nicht da? Wie bist du an uns vorbeigegangen? Hallo? Sind gerade da durchgegangen, da hat man niemanden gehört. Okay. So, wie sieht mein Status aus? Angriffskraft 13, Verkauf 13. Goofy muss ich natürlich wieder voll übertreiben. Okay. So, jetzt kommt wieder ein schöner Bosskampf, der, je nachdem wie ich mich anstelle, nicht so schwer sein kann oder verdammt in die Hose gehen kann. I'm all right. Hi. Also Schattenquasar 2.5. Genau, diese einen Viecher aus Kingdom Hearts 1 und Chain of Memories. In Hollow Bastion immer auftauchen. Irgendwie an das Viecher erinnert mich das. Wir wollten eine Boss-Version. So oder so, wir haben uns kaputt. Na? Ja, oh nee. Nehmen wir den Scheiß auch gar nicht mehr. Daneben. Ja, da gehe ich nicht hin. Jetzt gehe ich da hin. Oh. Noch mal. Alle. Ist nicht so schwer. Jetzt da ausweichen sollen. Oh nein. Hi, na, komm mal da raus. Wenn du nichts dagegen hast. Boom. Es kommen so viele Drive-Kugeln aus dem Ding, ne? Da hat schon. Oh Gott, ich habe gar nicht Dings dabei, merke ich gerade. Goofy. Au. Ich brauche Donald fürs Heilen. Ein Biest wegen Schaden. Oh, sehr gut. Was? Okay. War ein bisschen wenig Schaden hier. Lass mich mal ein bisschen verprügeln. Wie soll ich denn da ausweichen? Ich glaube, ich muss im richtigen Moment springen, ne? Das ist die fehlende Manövrierfähigkeit, ich habe. Freue mich einfach später. Ha. Komm mal her. Los, mach das. Einfach ausweichen. Ein bisschen. Priest. Ah,
Okay. Restart. Nein. Am Schaden. Weniger geblieben. Oh mein Gott. Warum ist der Kampf so schwer? Der ist eigentlich nicht so schwer. Ja, jetzt aber. Now I got you. Oh, nein. Was zum Teufel? Ey. Aua. So gerade gerülpst, Biest. Das macht man nicht. Gott verdammt, du Mapface hier. Aber also jetzt reicht. So, oh mein Gott. So, oh mein Gott. Es war schwieriger, als es eigentlich ist. Gut. Na, das war's noch nicht. Aber wir haben keine Sachen bekommen. Merkt man. Ifrit 2.5. Ja, das Viech hat mich schon immer an Ifrit aus Final Fantasy erinnert. Aber so heißt es auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Ja, der könnte ein bisschen ungemütlich werden. Aber kann ich euch reflektieren? Ja. Nicht so tatsächlich. Mein Gott, er hat zwei Balken. Hat schon, glaube ich, auch, ne? Weiß ich nicht. Was? Warum? Was ich das hier machen? Kann nichts bekämpfen, was ich nicht sehe. Hallo, diese blöden Dinger, ne? Zeige er sich. Overkill, das ist so ein übertrieben epische Situationskommando. Dafür hier, der läuft im Kreis. Ich habe keine Chance. Ah, ey, wie ich hier nicht an irgendwas komme. Ey, der war jetzt die ganze Zeit sichtbar und ich konnte nichts machen gegen ihn. Ja, muss so sein. Gibt's doch nicht. Noch mal Katapult sprengen. So. So, komm. Das gibt's doch nicht. Ja, geblieben. Du bist unsichtbar, ich habe ich trotzdem kaputt. Oh, ich musste es doch. Aber ja. Ja, geblieben. Ja, geblieben. Nicht blocken, weil ich mit vier diesen komischen Angriff mache, den Sprungangriff. Oh Mann. Ja, bringt gar nichts. Dann mache ich den ja. Ich mache den immer 10 Minuten zu spät, aber trotzdem. Ja, dadurch Magie, damit krieg ich den. Ja. Nächster! Sehr schön. Mit dem angefalle ich. Das muss. So muss das sein. Sehr schön. Nee.
Sehr guter Kampf. Ah, da ist dieser Angriff, den ich machen wollte die ganze Zeit während des Kampfes, wo ich den nicht hatte. Zaldan. What does he want here? He must be with Organization 13. Ever heard of the Nobodies? When a strong-hearted person turns into a heartless, a nobody is created too. See, the organization, they've got control of all the Nobodies. That's right. They were gonna make you into a heartless. That way they could get that nobody of yours and have control over it. You're all right. Goofy hat natürlich wieder alles im Blick. Warum ist der Typ so intelligent in diesem Spiel? Well, I'm sorry, I wasn't myself. I hope I haven't done anything to hurt you. Forgive me. I know you weren't yourself. You don't have to apologize. But I had hoped that you might have changed a little bit. I wish you could start trusting me. Oh, I am afraid time is running short. What do you mean? Remember the rose? From the beast's womb? Precisely. You see, if the master can learn to love and earn love in return before the last petal falls, the spell will be broken. Really? You think he's gonna make it? We think so. Warum wollte er das überhaupt machen? I think you're right. Ich finde, als Mensch sieht er irgendwie nicht so gut aus wie als Beast. Ich weiß, wie er als Mensch aussieht, aber als Beast sieht er viel epischer aus. Übrigens, mein Gott, habe vergessen zu sprechen. Ich war irgendwie so gerade in Gedanken. Ich muss irgendwie an Fabio denken. Wer ist das überhaupt? Hier dieser, so ein großer, muskulärer, ich glaube, blonder Typ irgendwie. Schauspieler, Pornodarsteller. Ich muss irgendwie als Beast denken. Als Fabio. Das war merkwürdig. Da war ich irgendwie in Gedanken verfasst. Entschuldigung. Do you have to go? Yeah. Na, eigentlich nicht. Okay. We'll see to it. Take care, dears. You are welcome here anytime. If you hear anything about Riku or the King, the Heartless, the Organization, anything at all, let us know. Okay, gotta go. Du Dolan einfach. Bye bye. Vita-Element, Halleluja. Das Spiel ist jetzt, weiß nicht, 10-mal einfacher geworden. Ach. Lach. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da können wir ja schon mal das nächste Gummi-Dingen machen. Oder wir machen das. Okay. Stimmt, da war noch was. Stimmt, da war noch was. Stimmt, da war noch was. Oh Gott. Oh. Ich weiß genau was. Ja, vielleicht können wir jetzt ein paar Dinger noch hier holen. Ein paar Puzzleteile. Können wir mal ins Puzzle hier mal reinschauen. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendeinen schon komplett habe, aber gucken wir mal. Wer hat das gedacht? Hier sind Herzlose. Come on. Ja, kommt.
sagten sie, werden sie stehen bleiben und sich angucken, anstatt boah, dieser eine Typ aus Twilight Town. Weil ich das Turnier bin gleich. Well now, took your time, did you? Oh, was it you who summoned this Merlin? Yes, yes. But it seems I used too much power in doing so, and those infernal heartless. Oh. So what's up? Well, I happened to stumble across this in the Zero District. Pooh's storybook. Yay! Nee, halt, warte, was ich sagen wollte ist, Gottverdammt! That's why I summoned you. And when I did, I was attacked by the Heartless. Zum Glück ist es nicht so schlimm wie im ersten Teil. Rather powerful magic, but then I began to fear the book would be damaged, so oh, now, just a moment. Leon and the others need to hear this too. I'd better go find them. Be back in a jiffy. I wonder how Pooh's doing. Ich nicht. Yeah. Nein. Nein. Warum? Warum? Wenn der in Kingdom Hearts 3 vorkommt, ne? Okay, Vergeltungsschlitzer. Schlitzer. Was nehmen wir dafür weg? Gar nichts im Moment. Warte mal. Ich hätte lieber Dingens anstatt ihr. Verdammt. Habe ich einen Abilitamin? Ich habe doch immer einen Abilitamin. Schade. Ah, warten. So, Einstellung. Ganz wichtig. Vita. Und da wir noch nichts anderes haben, erstmal da pushen. Dann können wir es nämlich jetzt heilen. Kostet zwar alle MP, aber was soll's. Es ist ein Heilzauber. So, dann gehen wir da rein, mach mal auch noch in den Part hier. Sora, cover for me, okay? So, wir sind nicht so schlimm im ersten Teil. So, ne. Ich glaube, es ist auch nicht so viel, was man hier machen muss. Es macht sogar halbwegs ein bisschen Bock, aber trotzdem, ich kann den ganzen Feind da nicht leiden. I wonder if Pooh's home. Okay. Not Morgenwald. Und da ist er, der 100 Akre Wood. Ich meine 100 Morgenwald. Acrewood. Pooh's Haus. Yay, hi, tschüss. Da komme ich nicht dran. Nein. Oh, Schätze. Aber Vitamin, da kommen ja wieder rufen. Oh, Karte. Babs. 100 Morgenwald Karte erhalten. Hi, na. Was geht? Hey Pooh Bear, how you doing? Finding enough honey lately? Oh, yes. In fact, I was just about to do my stoutness exercises. Would you like to join me, Sora? Sure, I'm game. Huh? Pooh Exe has stopped working. Oder so. Möchten Sie einen Fehlerbericht senden? Möchten Sie das Programm deinstallieren? Ja. Gut, wir wurden aus dem Buch rausgeschmissen. Warum? Okay. Ne, ernsthaft, warum? Ich dachte, ich mich nicht freue, aber... Donald?
ein Buch einfach irgendwie Gefahr gespürt und ist einfach ausgeschossen oder wie? Wo ist denn die Logik dahinter in einer magischen Welt, wo ich mit einem riesigen Schlüssel durch die Gegend laufe? Mit zusammen mit Dual und Goofy, muss ich nur mal sagen. Did you bring the book, Sora? Oh nein, sie haben Natur, was machen wir jetzt? Hey! Wer weiß, vielleicht können wir ja etwas. Also ich könnte es verstehen, wir könnten ja von den ganzen Herzlosen zu sehr abgelenkt werden, dass wir nicht auf das Buch aufpassen können und so, okay, ja, meinetwegen. Und man ist das blöde Teil eben. Zyklon. Ja. Zyklon, Mann. Ja, gefährlich hier, Situationskommando. Uff. Schon wieder Zyklon. Schon wieder weggegangen. Okay, Goofy ist gut. Oh nein, das Buch ist kaputt. Ich hoffe, Goofy ist gut. Think it's okay? Gorge, maybe you better go back and make sure Pooh's all right. But what about Brian? Well, I guess we could explain. Great. Ja, du bist am besten in der offenen Straße irgendwie öffnen. Ist schon da, wo die Herzlosen rumgelaufen sind. Das sieht ein bisschen anders aus. Warte mal, der Baum oder? Hä? War mal nur der Baum noch da? Also hat unten das Bild unten rechts. Ach so. Ja, ja, hat man die Seite aber nicht gesehen. Ja, wundert morgen bald wieder. Wir hätten ihn auch direkt ansprechen können, da muss jetzt nicht extra eine Katze hinkommen. Meine Güte. I'm so glad you're okay, Pooh. And I'm glad you came to visit. But you see, I was just about to begin my stoutness exercises. Perhaps we could visit a bit later. Somebody I don't know. Oh, sure. So, how's Piglet these days? I don't think I know anyone by that name. Now, where was I? Oh, yes, my stoutness exercises. Pooh? Hey, Pooh? Wenn wir jetzt gehen, dann... Something very weird is happening here. Kann man nicht einfach Maybe gehen. I better go back and ask Merlin about this. Wir haben uns vergessen, das ist ein Zeichen. Ich wünsche, es würde auch umgekehrt gehen. Ich will natürlich, will mich natürlich bei allen Winnie Pooh Fans hier natürlich entschuldigen, weil ich mein, weil ich mich so irgendwie äußere, aber ich kann den ganzen Feind echt nicht leiden. Und egal was ihr sagt, wird mich nicht überreden, irgendwie anders zu denken. Internet halt. Ihr hattet wohl keine Lust auf einen alten Zauberer zu warten, was? Tut mir leid. Und wie stehen die Dinge da drin? Nun ja, Pooh scheint mich komplett vergessen zu haben. Und nicht nur mich, all seine anderen Freunde auch. So etwas hatte ich befürchtet. Ich vermute, dass was mit den Seiten zu tun hat, die Herzog gestohlen haben. Ihr werdet die ausgerissenen Seiten finden und das Buch restaurieren müssen, um wieder Ordnung herzustellen. Dieses Buch ist ein wichtiger Teil. Ein Freund dieser Welt. Ich hatte eigentlich vor, Leon und den anderen zu sagen, dass ich es gefunden habe. Aber vielleicht behalten wir es im Moment für uns. Das werden wir. Gut, gut. Und wo wir gerade von wichtigen Freunden sprechen. Dies ist für dich, Sora. Was ist das? Konzentriere dich einfach mit all Kraft drauf. Ein Wort genug, um einen Freund herbeizurufen, der in der Zeit der Not beistehen wird.
So wie Simba und Mushu, als wir jetzt mal hier waren. Exakt. Nun geh mit deinen Freunden an deine Seite. Danke, Merlin. Wir machen uns große Sorgen um Puh. Also wenn wir wiederkommen, sobald wir die fehlenden Seiten gefunden haben. Müssen wir halt. Baseball-Amulett, hey. Weil wir was, womit wir Drive verschwenden können. Ja, rufen wir jetzt auch wie mit Drive Leiste, ja. Jetzt können wir wieder endlich hier Drive und ich werde auf Weltkarte geballert. Bah. Erst, wir können die Drive Leiste jetzt für irgendwas auch mal endlich wieder benutzen. Jetzt aber die Helden vor mir schon hochgelevelt haben. Gut, was? Obwohl, geht gar nicht. Nein! Gut, dann würde ich sagen, hat euch das Video gefallen? Ja? Wenn die Antwort ja ist, dann hinterlasst bitte ein Like, einen Kommentar, ein Feedback, ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle, dass ich bis zum Schauen sage. Tschüss, bis zur nächsten Folge.